Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Train Sim World. Hier auf der Sandpatch Great. Da sind wir gerade noch ein bisschen unterwegs hier. Ist nämlich, glaube ich, jetzt die letzte Etappe, die wir jetzt, glaube ich, fahren werden. Ja, das hier wird dann mal das schlimmste Stück. Und dann unten rein fahren wir bis zum Zielpunkt auf jeden Fall jetzt durch. Und dann wird das schon werden. So, Bremse habe ich nicht drin. Das heißt, wir können mal... Ja, machen wir auf B4, dass wir ein bisschen schneller werden. Allerdings nicht zu schnell. Und damit hätten wir dann auch hier, voilà, diese Etappe dann auch erledigt. Ja, ich glaube, ich nehme es mal ganz kurz doch komplett raus. Dass wir mal ein bisschen auf Tempo kommen hier. Signal ist grün, das heißt, wir können durchballern. So, 25 bei 26 fange ich an, langsam wieder aufzurüsten bis zur dritten Stufe. Genau, aber nur bis zur dritten Stufe, mehr nicht. Und dann wollen wir mal gucken. So, was sagt uns dieses Schild? 30, okay, das passt soweit. Wie lang ist eigentlich? Wir haben hinten sogar noch eine Lok. Okay. 28, gehen wir auf Stufe 4. Ja, das ist 1,3% Gefälle, ne? Das ist nicht gerade wenig. Aber er hält das Tempo gerade ganz gut. So, mal ganz kurz reingucken. An einem Ort anhalten und an einem Ort anhalten. Beleuchtung, Scheinwerfer. Okay, also wir haben noch zwei Haltepunkte. Auf Stufe 6. So, gehen wir direkt auf 8 jetzt hoch. Und dann versuchen wir es nur darüber zu kontrollieren. Wollen wir mal gucken, das heißt, wir müssen gleich einmal hier anhalten. Warum auch immer, das ist ein rotes Signal. Und ja, aber das bis dahin fahren wir jetzt auf jeden Fall erstmal. Und dann gucken wir mal, ne? Was noch so kommt. Aber jetzt sind wir bei knapp 30. Manchmal bremse auf minimal. Mach die Bremse wieder raus. Und so werden wir uns jetzt bis nach unten durchschlängeln. So, Bremse ist komplett gelöst. Er wird tatsächlich ein bisschen langsamer. Das heißt, ich nehme mal eine Stufe raus. Falls sie gleich noch langsamer werde, nehme ich noch eine Stufe raus. So, dass wir auf jeden Fall nicht zu schnell fahren. Ja, 27 oder 28? Was zeigt er uns da? Ja, eher 27 tendenziell. Nehmen wir mal eine Stufe raus. Jetzt pendelt er wieder bei 28 ungefähr. Jetzt machen wir mal ein bisschen mehr Beleuchtung, weil Zusatzhell haben wir schon drin. Ist aber auch nur ein kurzer Tunnel. Wir machen kurz einmal Licht an. So, können wir das Licht auch wieder ausmachen, brauchen wir nicht. Du sagst hell, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Hell reicht, denke ich mal. So, wir sind jetzt an diesem Punkt. Das heißt, sobald wir hier oben sind, geht der Rest eigentlich relativ zügig. Aber jetzt sind wir gerade wieder bei 29. Gehen wir eine Stufe wieder höher, weil wir auch ein bisschen mehr Gefälle haben dann. Oder haben wir bis auf Stufe 8 durch rein.
So, da sehen wir schon wieder, jetzt sind wir da bei 30. Gehe ich ganz kurz einmal ein bisschen auf minimale Reduktion. Dass ich so bis auf 28 wieder runterbremsen kann. Weil dann fahre ich wenigstens nicht zu schnell. Und dann lösen wir das Ganze wieder. Was immer noch echt doof ist, ne? Es gibt immer so viel Updates für Transform World 4, aber dass die immer noch hier das auf Luftlinie haben, ne? Das ist. Was haben wir? 30, 35, 35 ist wahrscheinlich ohne Lok. Also ohne Waggons, nur die Lok. Und die 30 ist halt dementsprechend mit Waggons hinten dran. Ja, wir nähern uns auf jeden Fall relativ zügig, das ist schon mal ganz gut. Das gehen wir schon wieder auf 29. So, jetzt bremsen wir noch ein bisschen runter. Wie gesagt, ich mache das meistens alles über Tasten. Das ist nämlich wesentlich einfacher, als wenn ich dann ständig hier mit der Maus und dann verlege. Weil ich will immer noch mal so ein bisschen reinkommen, dass ich mir das HUD oben vielleicht auch mal ausblende. Mal gucken, ob das dann auch mal so funktioniert. Das weiß ich natürlich nicht. Okay, da sind wir jetzt. Ein bisschen was vor uns haben wir noch. So, wir haben jetzt noch 0,9 Meilen bis zum Signal. Das Signal ist grün. Da zeigt er an 25. Wenn wir jetzt Pech haben, müssen wir gleich akut ein bisschen runterbremsen. Aber es scheint doch die 30 zu bleiben. Das wäre natürlich ein Traum. Aber warum da jetzt auch 25 stand? Keine Ahnung. Man weiß es nicht, man muckt. Es sind immer noch 12 Meilen und wir sind schon seit 8 Minuten wieder unterwegs hier. Das ist natürlich, wie gesagt, nicht sehr schön, ne? Aber wie gesagt, das Schlimmste, sobald wir gleich hier oben an dem Punkt sind. Da kommt, glaube ich, nochmal ein bisschen zügig eine etwas schnellere Streckenabschnitt, wo wir ein bisschen mehr Gas geben können. Aber da müssen wir mal gucken. Aber ich bin die Strecke mittlerweile auch schon so oft gefahren hier. Aber alles kann man sich tatsächlich nicht merken. Dann müssen wir die Strecke vielleicht noch öfter fahren. Aber ich finde, ich habe gerade eine ganz gute Kontrolle in der Geschwindigkeit. Bei 1,5% Gefälle. Finde ich schon ganz nice. Sind wir schon wieder bei 30, ein bisschen rein. Wie gesagt, ich will versuchen, so viele Punkte natürlich zu holen, wie es eben nur geht, ne? Klar. Ich gehe jetzt mal so auf 28 runter, dann habe ich ein bisschen mehr Puffer. So, was steht da? 30. Also alles gut.
30 haben wir auch drauf. Jetzt können wir die Bremse lösen. Haben jetzt wieder 2 Meilen pro Stunde ein bisschen Puffer. Jetzt beruhig erstmal wieder ein bisschen schneller werden können. Sind immer noch 12 Meilen, ey. Das ist der Oberknaller. Aber wir sind jetzt gleich, okay. Geht das gleich noch in die Linkskurve hinten rein und dann haben wir das Schlimmste geschafft. Das Szenario, das ist, musste ich tatsächlich auch mal öfter spielen. Wenn man sich das mal anguckt, aber der Zug ist natürlich mega lang. Und heftig, wie der sich hier so da durchschlängelt, ne? Man muss hier doch mal kurz einen Screenshot machen, das ging noch nicht anders. So, okay, das Signal gilt nicht für uns. Das steht irgendwie auf der anderen Seite. Das ist schon mal ganz gut. Was ist mit meiner Maus los? Ja, das schon. Die sponnen auf einmal wieder so ein bisschen rum hier. Sobald man durch ist, springt das Signal tatsächlich dann auch auf Rot, ne? So, was steht auf dem Schild? 25 und 3, 35 und 30. Okay, also die Geschwindigkeit können wir noch weiter halten. So, wo sind wir jetzt? Ja, jetzt geht's gleich in den Rechtsknick rein. Sobald wir dann hinten die lange rechts vorbei haben, da geht es dann runter und da wird es auch weniger. Und dann gehen die 12 Meilen an sich auch relativ zügig vorbei. Also eigentlich müssen wir mit knapp 40 Minuten mit der Folge hinkommen, endlich mal. Hoffe ich. Schauen wir mal. Wenn mich wieder irgendwas passiert und ich eben wieder einen Bock missbaue, das kann ja durchaus auch was. Kenn mich ja. Steht ein Wagen rum. Was macht ihr dann? So, gehen wir jetzt wieder bis auf 28 runter. Vorne sehe ich irgendwas, ich kann es aber noch nicht lesen. Ja, da steht keins. 25, 35. Ist die Frage, gilt das jetzt auch für uns? Werden wir gleich feststellen. Weil der meckert erstmal nicht rum. So, wir haben die minimale Reduktion drin. Er hält ganz gut die Geschwindigkeit. Ja, und jetzt wollten wir gleich hier in die Rechtskurve reingehen. Ab da geht es vorwärts. So, jetzt können wir die Bremse wieder rausnehmen. Mm-hmm.
Ach, schon wieder bei 30. Ja, schon wieder ein bisschen runterbremsen hier. So, das heißt hier links und dann geht es gleich in die rechts und dann haben wir jetzt den schlimmsten Part hinter uns. Bremsen wir raus, was steht da? Guck mal da, jetzt haben wir 60 und 50, das müsste auf 50 gleich umspringen. Allerdings erst, wenn hinten quasi der letzte Waggon durch ist. Und wir sehen, das könnte noch ein bisschen dauern. Und deswegen können wir jetzt noch nicht großartig schneller werden. Dann müssen wir tatsächlich warten, bis der letzte Waggon durch ist. Aber das behalten wir jetzt mal im Auge oben. Und dann, sobald das Ding dann umspringt, nämlich einfach nur die Rekuperation quasi raus und dann lasse ich den Rest einfach rollen. Aber solange das nicht der Fall ist, bin ich gezwungen, muss ich tatsächlich noch ein bisschen bremsen. Ich weiß auch gerade nicht genau, wo das Schild steht. Das hätte ich vielleicht vorhin mal auf der Karte mal gucken können. Ich müsste aber gleich irgendwo da vorne auftauchen. Da ist es. Behalten wir das mal von hier hinten im Auge. Dann wollen wir mal gucken, das interessiert mich nämlich jetzt. So, das heißt, wir fahren jetzt gleich am Schild vorbei. Ich nehme mal kurz die Bremse wieder raus. So, das heißt, sobald ich jetzt hier vorbei bin, müsste eigentlich auf 50 springen, ne? Ja, macht er auch. Gut, dann nehmen wir jetzt erstmal die Rekuperation komplett raus und gehen einfach nur in den Leerlauf. Mehr mache ich gar nicht. Weil durch den Leerlauf werde ich so oder so schneller jetzt. Weil warum soll ich da großartig Sprit verschwenden? Weil ich einfach laufen lassen. Ich muss natürlich im Auge behalten, muss eben mal auch anfangen zu bremsen, ne? Das ist natürlich erstmal ganz klar. Weil so ganz ohne Bremse wird es ja nicht funktionieren. Ja, jetzt ist aber außer der Punkt erreicht, wo wir jetzt natürlich hier richtig Kette gehen, ne? Wo wir bis hier runter auch relativ zügig dann auch durchkommen werden. Wir müssen aber nach vorne trotzdem gleich die Geschwindigkeit im Auge behalten. Ich meine, da kommt nachher noch was. Weil, guck mal, wir sind jetzt schon bei 36, 37. Das geht jetzt rasant vorwärts. Dass wir hier ein bisschen auf Tempo kommen, ne? Und jetzt, wenn man hier auch mal guckt, der ist schon nicht ohne. Klar könnte ich jetzt Gas geben, aber warum? Das Gefälle beschleunigt man doch jetzt sowieso. Warum soll ich dann Gas geben? Ist doch Quatsch. Lass mir die Geschichte ganz entspannt rollen und ab 46 fange ich an, wieder hier den Hebel wieder nach vorne zu schieben und dann ist doch alles fein. Und dann haben wir auch schön Kontrolle in die Geschwindigkeit drin. So soll es dann auch sein. Aber wie gesagt, ab 46 fange ich langsam an. So, gehe erstmal so bis auf Stufe 4. Ganz entspannt, gucke, was passiert, weil wir auch ein bisschen weniger Gefälle haben jetzt. Ah, und jetzt geht's auch, ne? Sind wir schon bei 10 Meilen. Jetzt geht's auch rasant runter. So, jetzt kommen wir so ein bisschen nach vorne, damit ich eventuell auch kein Schiff habe. Boah, Tempo bei 47 Meilen hält sich schon. Ich muss jetzt eine Stufe nochmal rausnehmen, ne? Genau, 3.
auch jetzt nicht richtig jetzt mal sind. Nochmal. Ein bisschen Puffer haben wir noch. Wir können noch ein bisschen schneller fahren. Was ich euch übrigens auch mal empfehlen kann, ne, wenn ihr eine VR-Brille oder sowas habt, ne, nutzt mal die Unreal Engine VR Mod und könnt ihr das jetzt in VR spielen. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Eins, was mir da so ein bisschen fehlt, dass man dann über die Touch-Controller hier dementsprechend an die Hebel nach vorne schieben kann. Das ist so ein Punkt, das wäre noch schön, wenn das klappen würde. Aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist schon mal ganz gut. Sagen wir, jetzt sind wir schon mal 9 Meilen gleich. Aber es geht jetzt rasant bergab. Und wollen wir jetzt mal gucken. Ne? Wir sind natürlich jetzt auch ein bisschen zügig unterwegs. Ne? Doppelte Geschwindigkeit jetzt. Was mich wundert, dass hier kein Alarm kommt. Das ist manchmal ganz komisch. So, wir sind bei 48. Können wir noch ein bisschen lassen. Wie gesagt, das Wichtige ist, ne, wir müssen in diesen 8,7 Meilen gleich anhalten. Ne. Wir dürfen nicht da drüber ballern. Das ist ganz wichtig. Deswegen würde ich vorschlagen, ich kenne mein Glück. Ich speichere das Ganze schon mal. Nicht, dass ich irgendwie gleich missbaue. Ah, jetzt wären wir ein bisschen zu schnell. Also noch nicht zu schnell, aber dann jetzt mal ein bisschen mehr auf die Bremse drücken. Immer auf Stufe 5. Zurück, weil jetzt auch ein bisschen weniger Gefälle haben. Na, Stufe 3 sollte reichen, denke ich mal. So, jetzt haben wir noch 7,7 Meilen. Wir sind jetzt auf der Karte, genau an dem Punkt ungefähr. Ja, das heißt, ungefähr ab hier sollten wir aber auch richtig anfangen zu bremsen. Da müssen wir nochmal gucken. Weil ab da geht die Geschwindigkeit sowieso, glaube ich, auch wieder runter. Da müssen wir nochmal schauen. Signal ist immer noch rot, grün, das ist schon mal ganz gut. Dann nehmen wir die Stufe ein bisschen raus, gehen auf Stufe 2. Weil wir sonst tatsächlich schon zu langsam werden. Ich will nicht zu früh zu viel Geschwindigkeit rausnehmen, dann habe ich jetzt nicht so die Lust zu. Ich habe jetzt gerade mal kompletten Leerlauf drin, weil wir nur 0,4% Gefälle haben.
Ah, da ist ein Schild. Was steht da drauf? Ich kann es nicht lesen, kann es nicht lesen, kann es nicht lesen. Immer noch 50, alles gut. Aber das Problem ist, wenn das Schild da jetzt kommt, zum Beispiel, da steht jetzt irgendwie 30 drauf oder so. Und dann haben wir natürlich dementsprechend das Problem, dass wir extrem zu schnell fahren. Und wir natürlich auch extrem schnell viel Geschwindigkeit rausnehmen müssen. Ne? Das kommt dann natürlich auch noch dazu. Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen die Rekuperation schon mal ein bisschen drin auf Stufe 2, glaube ich. Ja. Und dass man nicht zu schnell wird, weil wir merken jetzt auch gerade, ne, Gefälle wird noch weniger, 0,2% Gefälle haben wir gerade mal. Versuchen mit so viel Tempo drauf zuzufahren, wie es eben nur geht. Ne? Wir müssen aber, wie gesagt, im Hinterkopf haben, dass wir gleich stehen bleiben müssen. Ne? Und ihr merkt dann jetzt schon, es geht jetzt gerade schon rasant runter. Ne? Wir sind jetzt hier in der Kurve und ich würde tippen, und das ab hier vorne muss ich auf jeden Fall richtig schön anfangen zu bremsen. Also da werden wir jetzt schön aufpassen müssen. So, da steht mir dann ein Schild, was steht da? 50 und 79. Das heißt, wenn ich jetzt mit einer 1 und Lok hier runterballer, kann ich mit 79 Mal hier runterschießen. Auch nicht schlecht. Ach guck mal, da haben wir sogar Gefälle drin. Steigung. Nehmen wir natürlich irgendwo ein bisschen raus, so die Bremse. Guck mal, wenn hier ein Zug reinkracht, ne? Uiuiuiui, das könnte böse werden, glaube ich. So, 5 Meilen haben wir noch bis zum Ziel. Mal gucken, wo wir sind. Ja, ein bisschen haben wir noch. Immer noch 50, oh, alles gut. Also an sich selber Gas geben werde ich jetzt hier nicht, ne? Weil das ist Quatsch. Geht der eh bergab. Signal ist auch grün, das ist gut, weil wenn das jetzt rot wäre, hätten wir ein ganz, ganz dickes Problem. Ah, da geht's bergauf. So, was steht da? Was steht da? Weiß aber nicht gelesen. Auf jeden Fall fahren wir nicht zu schnell, das ist schon mal ganz gut. So, 4,2 Meilen haben wir noch. Frage ist, fange ich an zu bremsen oder fange ich noch nicht an zu bremsen? Ich glaube, ich fange noch nicht an zu bremsen. Ich nehme so viel Schwung mit, wie es eben nur geht. Aber ich hoffe, wir kriegen das auch alles gut gemanagt. Deswegen, ich speichere das Ganze jetzt nochmal. Oh, nee, 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 bloß nicht neu starten. Bloß nicht neu starten. Sieben Meilen. Wir fahren 46 Meilen pro Stunde. Ich wäre gerade auch so schon ein bisschen langsamer, dass ich irgendwas mache. Überlege nicht, dass ich beibehalte. Aber ich glaube an sich, so wie es jetzt gerade ist, wäre es nicht schlecht. Schon mal 43, aber desto später muss ich anfangen zu bremsen, weil ich jetzt sowieso automatisch gerade ein bisschen langsamer werde. Da vorne ist ein gelbes Signal, wenn man mal oben schaut. Da. Das
heißt, ich kontaktiere mal kurz das Stellwerk, fortfahren gemäß Signalbild, also ist alles cool. War da, hört ein Alarm. Einmal Q drücken. In 30, jetzt sind wir natürlich arg zu schnell. Aber jetzt geht erstmal hier auf volle Leistung. Und die Ampel auf minimale Reduktion. Das ist natürlich jetzt echt ein bisschen mies, ne? Weil das musst du wissen. Ansonsten hast du dann auch das Problem. Ich gehe nur auf minimale Reduktion, weil ich sowieso gleich so schnell Geschwindigkeit verlieren werde. Dass ich jetzt dann bis auf 35 erstmal runterkomme, danach nehme ich die Bremse wieder aus. Gehen wir schon mal auf Aufrüsten zurück. So, jetzt haben wir noch 2,5, ja, erheblich über der Geschwindigkeitsbegrenzung gefahren. Genau. Ja, muss ich leider dazu gestehen. Konnte ich nichts für. Meilen noch. Dann kommt wahrscheinlich das Signal, ne? Die Frage, was machen wir? Halten wir das Tempo? Fange ich an zu bremsen? Guck mal, was das Signal sagt. Fortfahren gemäß Signal. Ist das? Ja, aber ich muss da ja anhalten. Es kommt ja ein. Das ist ja eine ganz klare Ansage, dass ich da ja stehen bleiben muss. Ne? Dann gehen wir auf Stufe 2. Reduzieren schon mal so ein bisschen die Geschwindigkeit. Stufe 3. Machen einmal ganz kurz die minimale Reduktion rein, dass wir nicht zu schnell fahren. Ja, wenn wir jetzt mal per Karte gucken, wir sind jetzt quasi hier. Leichtes Geschlängel noch und dann müssen wir hier auf jeden Fall gleich anhalten. Ne? Ich will auch nicht zu früh gehen. Ne? Ja, das ist immer ein bisschen tricky, ne? Was macht man? Das Problem ist, man sieht es halt noch nicht, ne? Ich glaube, ich lasse einfach erstmal rollen. Wir haben eh wieder gerade schön 0,9% Gefälle. Schon mal ganz gut. Oh, 25. Hoppala. Da müssen wir ganz kurz nochmal ein bisschen die Bremse ranknallen. Auf Stufe 4 mal aufrüsten. Das kann man jetzt aber mal doch ein bisschen überraschen, muss ich sagen. So, immer wieder mal zwischen auf der Karte gucken, wo wir sind. Ja, wir müssen jetzt eigentlich. Ja, guck mal, jetzt haben wir keinen Dinges. Werden wir allerdings auch langsamer. Was eigentlich gut ist. Aber auf Einladung wieder nicht, weil wir so rumschleichen wie so ein Schneckentempo. Wenn es die Pfeil, das Signal ist wahrscheinlich immer noch rot, ne? Jo, also wir kommen nicht darum rum, wir müssen auf jeden Fall anhalten. Ganz klar. Also wenn ich drüber fahre, habe ich es verkackt. Das ist das Problem.
Aber wir werden gerade so langsam, dass wir da eigentlich, glaube ich, keine Probleme haben mit dem Anhalten. Ich habe jetzt nicht mal eine Bremse drin. Ne? Nix. Wir stehen ja gleich schon fast gefühlt. Ne? Das sind bestimmt mal 18 Meilen. Mann, wir müssen doch einmal jetzt hier gleich um die Linkskurve rum. Eigentlich kann ich noch ein bisschen schneller fahren, oder? Gehen wir ein bisschen. Bisschen Schub, ja, sonst bleibe ich ja gleich vorher schon stehen. Mal Vollgas. Also ich mal so die 20 Meilen, würde ich schon ganz gerne noch fahren. Ja. Jetzt können wir uns darauf einigen, dass jetzt einfach eine Leerlaufstelle. Na, jetzt kommt gleich mal ein Signal nämlich in Sicht. Das Signal ist noch nicht, dann darf ich noch drüber fahren. Sind bei 15 Meilen, ne? Weil das nächste Mal war da, ich hätte definitiv schneller lang. Wir sind jetzt bei 12. Den schon fast. Gar nicht viel Bremsen, ne? Manchmal macht man sich so voll die Platte und denkt sich hinterher so, eigentlich war es ja doch ganz einfach. 2000 Fuß noch da vorne ist das Signal. Wir fahren gerade mal 10 Meilen, da brauche ich echt noch nicht bremsen hier. 9,6. Also gefühlt kann ich eigentlich sogar noch ein bisschen Gas geben, glaube ich. Aber das werde ich jetzt nicht mehr tun. Ah, wobei. Die Frage, ob wir das wirklich noch bis dahin schaffen, der Zug nicht schon vorher stehen bleibt. Das ist eine gute Frage. Also das nächste Mal ballern wir schneller. Definitiv. Ich baue noch mal ein bisschen Schub auf, was da oben jetzt so lange. So, damit ich auch wirklich nichts verkacke, wenn ich jetzt das natürlich nochmal kurz einmal speichern, logischerweise. Und dann werden wir uns den Rest noch so ein bisschen ranrollen lassen. Das sind so 800 Fuß. Ich hau jetzt schon mal so ein bisschen die Bremse rein. Nein. Oder? Ja, doch, komm.
Ja, jetzt geht es auch noch bergauf. Jetzt bremst der Berg mich auch noch aus. Das muss man alles wissen, ne? Dann wäre das alles so ein bisschen einfacher wahrscheinlich. Und wird wahrscheinlich auch ein bisschen schneller gehen, also. Das nächste Mal weiß ich da Bescheid. Na, guck mal. 7 Meilen. Tendenz. Halt. Kommt's immer noch nicht. So, ich glaube, jetzt fange ich mal an zu bremsen. Ah, nee, doch noch. Ah, doch. Komm. So, wir stehen. T205. Unter Beachtung der Signalbilder fahren Sie nach Cumberland Terminal ein. Over. Okay, so, pass auf. Jetzt haben wir allerdings ein kleines Problem. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder hier der ganzen Geschichte nochmal folgen, das türkise Gleis hier. Weil es kann durchaus sein, dass wir nochmal ein paar Weichen stellen müssen jetzt, dass wir da uns nicht irgendwie auf einmal auf einem anderen Gleis befinden, wo wir nicht hingehören. Das gehen wir so weit durch, bis wir an dem Punkt angelangt sind, wo wir stehen bleiben müssen. Ja, das passt. Das passt auch. Wie sieht es mit dem zweiten Gleis aus? Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Stopp. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, ich glaube, dann können wir jetzt hier komplett ganz entspannt reinfahren. Okay. So, wir kontaktieren mal fortfahren gemäß Signalbilder. Das heißt, wir bauen erstmal auf Stufe 4 erstmal ein bisschen Tempo auf. Erstmal ein bisschen Druck. Und sobald der Druck steht, werde ich jetzt die Bremse lösen. Und dann kann er auch wieder ein bisschen Tempo aufnehmen. Da komm. Ja, wir wollen jetzt erstmal ein bisschen Grundgeschwindigkeit, bevor ich jetzt noch zu viel Gas geben kann. Ein bisschen rollen muss er erstmal. Das Ganze wird jetzt wieder ein bisschen dauern, weil ja, wir tatsächlich maximal, glaube ich, noch 15 Meilen fahren dürfen oder 10 sogar nur. Deswegen werden auch diese 2,3 Meilen wahrscheinlich doch noch relativ lang werden. Aber dann müssen wir mal gucken. Erstmal würde ich trotzdem erstmal gucken, dass wir noch zügig auf Tempo kommen hier. So, jetzt haben wir schon mal 9. Ich glaube, jetzt können wir auch auf volle 8 gehen. Und dann geht das vorwärts. So, hier steht kein Schild, ne? Ne, ich sehe kein Schild, okay. Der wollen da jetzt nur 5 dran fahren. Ich habe ja auch kein Schild gesehen. Wahrscheinlich wegen der Weiche, ne? Open. Ja, egal. Ich versuche die 15 aber jetzt auch gleichmäßig zu fahren. Ich will jetzt nicht zu viel Tempo verlieren tatsächlich.
So, wir waren jetzt da noch im Bahnübergang, ne? So, sobald ich jetzt da durch bin, gehen die jetzt wieder hoch oder bleiben die unten die ganze Zeit? Kurios, kurios. Gehen wir auf Stufe 5. Das war dann aber auch echt ein langwieriges Szenario, oder? Das hat echt lange gedauert. Schönes Geschlängel, ne? Und wir sind jetzt gerade hier, müssen wir noch bis da runter. Ja. Dann hauen wir ganz kurz einmal die Bremse rein. Das hat echt noch eine Stunde gedauert, ey. Ich werd verrückt. Aber hält die gerade ganz gut, die 15 Meilen, ne? So muss man sagen, aber... Kurz einmal ein bisschen runter drin. Ich lasse die Stufe aber drin. Auch wenn das ein bisschen kontraproduktiv ist. Ich fahre nicht über. Na egal. Egal, egal, egal. Ich glaube, ich müsste mir, glaube ich, Hilfe machen. Tatsächlich, glaube ich, mal GEMA-freie Musik besorgen, glaube ich. Oh, Steigung drin, Bremse los. Aber wir sind gleich an unserem Ziel angekommen. Das ist schon mal viel wert. Das wird gerade sogar wieder mehr. 4000. Oh Mann, ey. Immer so deprimierend, ey. Ja, weil die einfach nicht die Streckenlänge nehmen, sondern die einfach nur die, ne? Und das ist tatsächlich, manchmal ist das ein bisschen weird, finde ich. Wenn du immer auf Luftlinie bist.
Na, warte mal, wie weit ist denn jetzt noch? Da sind wir jetzt. Wie ist denn dieses noch? Aber es wird zumindest schon mal wieder weniger. Das ist schon mal viel mehr. Aber ich darf hier leider auch nicht schneller fahren. Wenn ich nicht schneller fahren darf, müssen wir uns dann natürlich auch dran halten. Ne? Ja, ich dachte gerade mal, ich hätte die Bremse fest, deswegen, weil das immer langsamer wurde. Deswegen habe ich nochmal geguckt, ob die Bremse wirklich los war. Aber war sie. Ich glaube, ich gerade mit angezogener Handbremse, habe ich irgendwie das Gefühl. Oh, ne, alles gut. So, gucken, dass ich ja auf dem richtigen Gleis bleibe. Jetzt muss ich noch einmal rechts rüber wechseln hier. Genau. So, 4000 Fuß hier noch. Wir sind quasi jetzt schon eigentlich auf dem Abstellgleis, ne? Ja, wir sind tatsächlich schon auf dem Abstellgleis. Das ist schon mal sehr gut. Ich hätte echt nur eine ganze Stunde dafür gebraucht. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so lange noch dauert. Aber das waren jetzt wie viele Folgen? 4, ne? Ich glaube 4 waren es, ja. Oh, ein Alarm. So, ich glaube, ich werde jetzt aber schon mal ein bisschen das Tempo rausnehmen. Weil so weit ist es tatsächlich dann jetzt doch nicht mehr.
aber er ist jetzt auch schon mal komplett drauf auf dem Abstellgleis. Das ist schon mal sehr gut. Der leer? Ne, der ist auch leer. Der ist leer, der. Das heißt, dann kann der jetzt einfach hochfahren. Und kann sich dann dann Kohle vollladen. Boah. War ganz schön lang. Gib doch nochmal ein bisschen Gas, glaube ich. Ich verschätze mich da immer, ey. Geht bergab und die Kiste wird langsamer, ey. Es geht einfach physikalisch in meinen Kopf nicht rein. Der Laterne. Und das Glas raus. Und jetzt gehen wir auf minimale Reduktion. Also von Arbeit, ey, viel schneller fahren, definitiv, und von viel später bremsen, ey. Ich kann ja gleich, ich bin nicht am Bremsen und ich stehe gleich. Muss ich ja gleich gefühlt nochmal Gas geben. Jetzt guck mal, jetzt quält er sich auf den letzten Metern. Quält er sich jetzt da noch hin mit seinen 2 Meilen, da muss ich echt nochmal Gas geben, ne? Das ist so witzig. Boah, das ist echt schwierig, das einzuschätzen, ey. So, jetzt können wir anhalten, jetzt stehen wir mitten drin. Hören Sie die Frontscheinwerfer auf aus. Ah, das kriegen wir hin. Hab ich. Hab ich. Oh, jetzt sag mir nicht, dass das wieder verbuggt ist, Alter. Boah, dann kriege ich die Pampanelle, ne? Jetzt habe ich auf Zusatz hell gestellt. Stellen Sie die Richtungswender auf neutral und die automatische Bremse auf lösen. Neutral auf lösen. Ach nee, auf volle Leistung. Gute Arbeit beim Überfahren von Sandpatch Grade. Die von Ihnen gezeigten Fähigkeiten sind außergewöhnlich. Sie sind nun erfahren genug, um jeden Zug auf der Keystone Subdivision fahren zu können. Genau. Guck mal, da steht eine Lok, die läuft einfach. Muss das sein? Wenn das die Grünen sehen, ne? So, wir laufen eben rüber zum Gebäude. Wir sind echt bei einer Stunde, Alter. Wird verrückt.
Muss ich also mal Kilometer hier rüberlaufen, ey. So, jetzt aber. Gut, so, würde ich sagen, hier Feierabend, nächste Folge. Wir haben sogar eine goldene Medaille gekriegt. Ja, seht ihr? Ja, gut. Würde ich sagen, nächste Folge. Wir gucken mal, was da ist. So, an sich bin ich vom Tempo her, wenn man mal guckt, hier zu langsam, da wieder hochgekommen, da viel zu langsam gefahren. Also, ich muss echt dran arbeiten, schneller zu fahren. Definitiv. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video zur nächsten Runde in Train Simulator 4. Bis dahin, ciao, ciao.